send me steam morning for this. Oh Lord, the heart of the engine. Brown eyed girl. Hear my brown eyed girl. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir kommen heute zu Tag 6 auf Rolands Radlwalz und das ist ein entscheidender Tag, denn an diesem Tag muss die Radlwalz beendet werden. Geplant waren ursprünglich an diesem 23. Oktober 2021 176 Kilometer, gefahren werden mussten jetzt 251 Kilometer. Roland ist deswegen um 16:45 aufgestanden und startete seine Tour bei 5.15 Uhr bei 5 Grad im Dunkeln durch Wald und Wiesen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Stimme leicht verschlagen. Da ist der Bus. Hier steht das Rad. Ja, ich gehe jetzt ein paar Meter. Gerade noch Zähne geputzt. Es ist früh am Morgen, ich starte jetzt durch. Um kurz nach 7 kam er dann in einem Ort an, wo er zwar kein Geld bekommen hat, aber zumindest ein Frühstück und eine nette Begegnung mit einem etwas älteren Herrn hatte. Das stimmt, wirklich. In dieser Bäckerei hatte ich natürlich ein super Frühstück bekommen und dann dieser ältere Herr, dem ich dann gefragt habe, wie geht's denn jetzt weiter mit der Strecke? Und er sagte jetzt zu mir, oh, das wird jetzt ganz, ganz, ganz schwierig. Er hat gesagt sogar, am liebsten würde ich dich ja mitnehmen, wenn ich könnte. Aber jetzt kommen drei wirklich brutale Berge. Das wird so und so viele Kilometer, wird sich das ziehen und so weiter. Und wie er so unterm Erklären ist, sagt er so auf einmal, stopp, stopp, du bist ja aus Bayern. Dann sind es für dich keine Berge, sondern Hügel. Und da musste ich wirklich schmunzeln. Und es war dann auch wirklich so. Ich bin dann zeitnah gestartet. Es waren Berge, ja, aber sie waren definitiv zu bewältigen, auch mit meinem Knie. Ich hatte dann auch teilweise bei Abfahrten dann, glaube ich, sogar mal 50 bis 60 km/h auf meinem Tacho. Aber es war okay. Ja, um 20 nach 8 hat der Roland schon 51 Kilometer hinter sich gebracht gehabt und hatte nur noch 200 vor sich an diesem Tag. Und hat sich dort in Osnabrück dann daran erinnert, dass ja zeitgleich jetzt dann in Kösching was los wäre. Richtig, das hat mich natürlich riesig gefreut, denn das Fitnessstudio Positiv in Kösching hat am gleichen Tag einen Marathon veranstaltet. Und da habe ich einfach mir gedacht, ich schicke Ihnen dieses Video und teile Ihnen mit, dass Sie recht viel Spaß haben sollen bei diesem Marathon. Einen wunderschönen guten Morgen ans Positiv Kösching. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt euren Marathon heute noch. Ich bin schon den ersten Marathon gefahren. 5 Uhr ging es los. Jetzt ist es kurz nach 9. Also meine ersten 4 Stunden habe ich. Das heißt, jetzt mache ich gleich nochmal einen und ich hoffe, dass mir dann noch die Kraft bleibt für den dritten Marathon. Und dann wurde mir eigentlich erst bewusst, was mache ich denn eigentlich gerade? Und sie haben sich aber riesig gefreut und haben mir dann natürlich auch ein Video zurückgeschickt. Um 10 Uhr hast du eine kurze Pause gemacht, hast du mal deine Füße ein bisschen ausgestreckt und dann ist dir da was aufgefallen. Ja, mir ist dann aufgefallen, ich habe ja schon erwähnt, dass ich so stolz bin auf meine Fußschützer, weil es in der Früh auch so kalt war. Aber da ist mir dann auch erst aufgefallen, was für ein gutes Material das ich habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe ein Bild gemacht, wo ich dann meine Füße gezeigt habe und habe gesagt, wenn ich die Tour beende, Fuß- oder Schuhschützer zu verkaufen, neuwertig. Ich habe sie auch mit dabei. Das sind meine Fußschützer. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, eigentlich sind das ja Regenüberzieher, liebe Zuschauer, aber es stimmt schon, die helfen ganz gut gegen die Kälte, weil sie einfach einen Fahrtwind abhalten. Trotzdem war natürlich die Lage kritisch. Es war nicht klar, ob du die 200 Kilometer noch schaffen würdest. Allerdings hattest du um 11 Uhr dann schon 100 Kilometer, um 12 Uhr 525 Kilometer. Es
war wirklich die Hälfte von meinem Tagesziel. Und man ist ja wirklich unglaublich stolz auf sich selber. Und ich habe dann kurz angehalten in dem Ort und bin dann wieder weitergefahren. Und jetzt kam es. Ich kam in die nächste Ortschaft. Und beim Vorbeifahren am Ortsschild habe ich dann gelesen, wie diese Ortschaft heißt. Und dann habe ich gelesen, Trendwende. Und das war für mich ein Zeichen. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Jetzt kommt die Trendwende, jetzt geht es nur noch Richtung Ziel. Hast aber dann später gemerkt, dass der Ort doch anders hieß? Ja, also zwei Tage später, dann habe ich natürlich dann nochmal nachgeschaut und dann habe ich richtig gelesen. Und dann hat es nicht Trendwende geheißen, sondern Trendwede. Aber in meiner Euphorie war das wahrscheinlich ein kleiner Fehler. Alles, was hilft, kommt recht. Und was braucht ein Sportler, so ein Extremsportler, wie er in diesem Fall einer war, der Roland, um so eine Leistung zu vollbringen? Natürlich gesunde Ernährung. Und die hast du dir dann im Ort Bassum gegönnt. Richtig, ja, da war ich dann bei McDonald's. Ich habe mich da mit einem Bekannten getroffen, den ich im Flieger kennengelernt habe und der mich unbedingt begleiten wollte, der Olle. Und er fährt auch gern Rad, hatte dann auch schon 5 Kilometer hinter sich. Wir haben uns dort getroffen, er war genauso warm wie ich. Haben uns trotzdem nochmal bei McDonald's aufgewärmt. Ging bei mir eine Dame vorbei und ich denke mir so, das gibt's doch gar nicht, die kenne ich. Und zwar vor 8 Jahren hat die mit mir auf der AIDA gearbeitet. Ist eigentlich nie McDonald's, hat sie zumindest gesagt. Aber haben uns eigentlich sofort wiedererkannt. Haben dann auch ein Bild gemacht, wo dann quasi die Dame, der Olle und ich drauf sind im McDonald's. Da möchte ich mich natürlich einmal für das freie Essen bedanken bei McDonald's. Und dann sind wir weiter gestartet nach Bremen mit dem Olle. Der mir was versprochen hatte. Und zwar, er würde vor mir fahren, er würde mir zeigen, wo es hingeht und ich könnte in seinem Windschatten fahren. Der Olle, der war 26, glaube ich. Und das mit dem Windschattenfahren war genau 2 Kilometer. Und dann musste ich ihm leider mitteilen, dass er doch in meinem Windschatten fahren darf. Also er hat meinen Schnitt leider nicht halten können. Und das ist eigentlich genau das Lustige daran. Ich habe sehr oft auf ihn warten müssen, war aber wirklich trotzdem toll. Und als wir bei der Steffi, bei den Bremer Stadtmusikanten angekommen sind, war es so nett, weil er dann fix und fertig war nach diesen 28 Kilometern und dann auch zu Steffi und zu mir gesagt hat, er muss mit dem Zug zurückfahren, weil er nicht mehr kann. So, und jetzt kommen wir in die Endphase. Und in der Endphase hast du eigentlich nochmal aus der Not heraus was ziemlich Verrücktes gemacht. Du hast dann schon gewusst, du kannst das schaffen. Ja. Aber da gab es ja einen kleinen Haken an der Geschichte. Ja, es gab den Haken, da es ja bis nach Bremervörde ja 240 Kilometer sind und ich ja 251 Kilometer brauche. Ich möchte dazu sagen, die letzten 60 Kilometer, ich war nicht lang in Bremen, genau 8 Minuten, weil ich zu Steffi gesagt habe, die letzten 60 Kilometer habe ich noch. Und wenn ich jetzt losfahre und den Schnitt beibehalte, dann könnte ich es schaffen. Und wie gesagt, ich bin dann los und es wurde wieder extrem kalt. Neben mir die Felder immer nur geradeaus und es war wie so ein Moorgebiet. Ja, also war dann der Nebelschleier über den Feldern, es war extrem kalt und wie du schon gesagt hast, ich kam dann wirklich an den letzten Kreisel Richtung Bremervörde und zwar um 19.30 Uhr und hätte ja dann die 240 Kilometer. Ich brauchte aber 251 und ich dachte mir, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und was macht der Roland? Bei dem Kreisel umgedreht und nochmal 5,5 Kilometer zurückgefahren, bis ein ganz kleiner Ort, das waren dann nur 3 Häuser, das heißt Fahrendal. Und dort bin ich wieder umgedreht und hatte dann nochmal die letzten 5,5 Kilometer nach Bremervörde. Und da habe ich dann auch nochmal die Steffi getroffen, die gerade vorbeigefahren ist und zu mir gesagt hat, okay, sie wartet
am Ortsschild. Und da bin ich mal für Endspurt. Und dann bist du zu einer Kneipe gefahren. Richtig. Zu der Kneipe, was auch das Ziel war. Die Altkneipe, die auch von mir Freunde betreuen, die quasi die Gastgeber sind, die mich da auch schon erwartet haben mit dem Bürgermeister von Bremervörde. So, da bist du hingekommen. Die Steffi hat ein Video von dir gemacht. Wie ist der Abend verlaufen? Als erstes Mal wurde ich vom Rad geholt. Ich konnte selbst nicht mehr absteigen. Die Steffi natürlich vorausgefahren, schon Bescheid gegeben, dass ich komme. Ich kann es nur noch sagen, ich war wirklich fertig. Denn die letzten 60 Kilometer, muss ich gestehen, waren für mich die emotionalste Strecke, weil ich glaube, ich habe wirklich 15 Mal geweint auf dieser Strecke. Aber du hast es geschafft. 952 Kilometer in 6 Tagen. Ich bin in die Wirtschaft gegangen und hatte einen Empfang, den ich mir so nicht erträumt habe. Also von einem ewig langen Applaus und die Freunde sind mir um den Hals gefallen. Es war auch der Bürgermeister da aus dem Ahrtal. Das ist, was ich gesammelt habe. Wenig Kleingeld, sehr viel Großgeld. Also, was darfst du jetzt erzählen? Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Lieber Roland, eine irre Aktion. Wir haben einiges an Spendenaktionen gehabt in den letzten Monaten. Aber das ist mit Abstand ja, die verrückteste und die tollste von einer Person, eine solche Sache. Vielen, vielen Dank dafür. Der schönen und lebendigen Stadt Bremervörde, mein lieber Roland, erstmal herzlich willkommen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz lobenswerte und große Aktion gewesen. Sehr. Herzlichen Dank, alles Gute und uns allen einen schönen Abend noch. Dankeschön. Wie viel Geld ist zusammengekommen, Roland? Ja, ich hatte da nochmal den Spruch aufgesagt, um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen spannender zu machen. Habe ich bei vielen bedankt und so weiter. Ganz besonders natürlich auch bei der Steffi, die mich begleitet hat. Und habe dann erst realisiert, weil keiner wusste, außer ich, was eigentlich die Spenden im Vornherein, was das für eine Summe ergibt, wenn ich es schaffe. Das wusste wirklich nur ich. Und habe dann wirklich an dem Abend zu dem Bürgermeister und vor allen Leuten gesagt, Herr Fuhrmann, ich kann Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen allein von den Spenden her der Firmen 35.000 Euro überreichen darf. Und da war die Spende von meinem Sparstrumpf und PayPal und so noch gar nicht mit dabei.